So, weiter geht's mit der Aufarbeitung unserer schönen Harley Benton SC450. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, was ich machen will. Wir wollen hier nach den Mechaniken gucken. Wir wollen die scharfen Kanten der Bundenden loswerden, die wir zweifelsohne an dieser Gitarre haben. Anschließend die Bünde noch polieren und das Griffbrett, was total trocken ist, wieder ein bisschen geschmeidiger machen mit Ölen. Wir werden den Sattel kontrollieren, das heißt, das bauen wir nachher optimal zusammen, geben der Gitarre ein gutes Setup und im Anschluss werden wir sehen, wie gut sie dann bespielbar ist und wie gut sie klingt. Hier habe ich euch an den Bünden zum Wegmachen der scharfen Bundenden das gemacht, was die meisten machen. Man tapet mit einem guten Malertape, nehmt ein gutes, damit keine Rückstände drauf bleiben. Das Griffbrett ab, sodass nur noch das Bundstäbchen rausschaut. Dann nehmt ihr euch eine kleine Feile. Ich habe hier so einen kleinen Satz in Reparatur. Und dann, jetzt muss ich die Brille anziehen, macht er mit leichten Bewegungen immer schön zum Entgraten, zum Rundmachen, bewegt man die Feile immer in einer Wellenbewegung, in einer Schaukelbewegung, bis die scharfen Bundenden weg sind. Wenn man will, kann man auch mit einem Abziehstein hier oben nochmal nachgehen an der obersten Kante, bis das alles schön glatt ist. Wenn ihr hier unten arbeitet, wo der Körper im Weg ist, dann kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr das machen wollt, dass ihr nicht hier mit der Feile aufstoßt oder hier, ja, dass ihr den Bereich auch noch abklebt. Ja, ist wie bei Malerarbeiten. Abkleben ist manchmal mehr Arbeit wie das Malen selber, aber es lohnt sich, damit nichts passiert. So, ich zeige es euch nochmal. Hier hat man ein ganz scharfes. So, wenn ihr jetzt wollt, dass hier nichts rausguckt, noch hier noch schön das Binding abkleben. So, und dann, wie gehabt, bis sich alles schön sanft und rund anfühlt. Eventuell noch mal mit dem Abziehstein über die Ecken. Und ihr bekommt sehr saubere Bünde. Müsst natürlich auch passen, auch dieses Klebeband kann man kaputt machen. Was wäre weiterhin zu tun? Oft ist die Stimmstabilität, dass sich hier die Muttern lösen und dann einfach das Tunerchen nicht mehr richtig drin sitzt. Und hier haben wir schon gleich so einen Fall. Zack, die ist los, obwohl noch gar nicht lange bespielt. Das kommt eigentlich auch durch Setzen vom Holz. Dann nimmt man sich einen kleinen Zehner Schlüssel und zieht das Ganze ordentlich fest. Natürlich mit Gefühl. Deswegen nehme ich jetzt auch hier keinen Ratsch. Wenn ich etwas mehr Kraft aufbringen will, dann kann ich natürlich auch einen Zehner Ringschlüssel nehmen oder so. Wichtig ist auch dann auf der Rückseite hier zu schauen, sitzen die Schrauben fest. Ihr wisst ja, da haben wir schon öfters mal was gehabt. An der Stelle, da nehmt ihr wieder altbekannten Schraubendreher und schaut, dass die Schräubchen sitzen. Nicht zu fest, aber auch nicht zu los.
Ja, die Tuner werden nie die Besten werden. Ja. Da heißt es nur, wenn ich besser will, austauschen. Was wollten wir noch machen? Bünde schleifen. Wenn es ganz grob sein soll, kann ich jetzt hier, wo ich abgeklebt habe, mit dem Schleifglas vorschleifen. Gibt aber auch schönes Schleifpapier. Ja, 8000er hier zum Schluss und damit kann ich dann die Endpolierung machen, bis ich solch glatte Oberflächen habe. Wenn ich jetzt nur das machen will, gibt es auch solche Schablonen. Die lege ich auf das Bündchen, halte es so fest und jetzt kann ich hier auch ohne dem Griffbrett Schaden zuzufügen, arbeiten, indem ich hier das Buntstäbchen poliere. Bei den Bünden mache ich so, dass ich zum Beispiel hier einfach mit der alten Seite reingehe und dann so ein bisschen hin und her. Wie mit einer kleinen Feile, nicht zu tief kommen, also den Druck mehr auf die Seiten. Und so mache ich hier ein bisschen die Kerben frei und anschließend schmieren wir das Ganze. Ich nehme dazu immer Graphit und den hole ich mir von einem Graphitstift. Da gibt es im Künstlerbedarfsladen Graphitstift, die sind komplett aus Graphit und da kann man einfach ein bisschen in die Kerbe tun. Seite drauf ist gut. Ich nehme keine Vaseline zusätzlich. Natürlich, die Profisache ist Flatnetsoße, die kann man kaufen, die ist aber sehr teuer. Ja, anschließend noch, wie ihr schon öfters gesehen habt, dann das Einölen des Griffbretts. Lasst das Band nicht so lange drauf, es soll ja keine Rückstände hinterlassen. Gut, so viel dazu. Nachdem wir jetzt die Buntstäbchen schön bearbeitet haben, kommen wir jetzt zum Teil, wo wir sagen, jetzt gibt es noch was Gutes aufs Griffbrett? Lemon Oil. Und ihr seht schon, wie schön die Farbe hier wiederkommt. Es ist sehr durstig. Wunderbar. Dran drin. Ja, jetzt gibt es auch hier einen neuen Satz Seiten. Zehner, Gauges, weil es am einfachsten ist und ist immer in der Mitte. Hier nicht eigentlich immer mit der D-Seite. Was wir hier jetzt schon sehen, die Brücke ist natürlich viel zu tief, weil ich sie ja ganz nach unten gedreht habe. Das müssen wir jetzt noch korrigieren. Mal so ein bisschen lasch, damit der Gegendruck nicht so hoch ist. Und Tipp ist, geht lieber ein bisschen höher. Und es ist nachher einfacher, wenn die volle Seitenspannung von allen Seiten drauf ist, ihn ein klein wenig wieder runterzudrehen. Aber wie gesagt, müsst ihr so nicht machen. Ja, was haben wir am Ende des Tages? Haben wir ein gut eingestelltes Instrument, was sich wirklich gut spielt. Keine scharfen Buntkanten mehr. Schöne Seitenlage. Ich blende euch noch ein paar Close-ups ein.
gut eingestellten Hals. Wie wir sehen, hat die Saite jetzt hier noch Spiel. Wenn ich jetzt den ersten und den letzten Bund gedrückt halte, passt hier noch ein bisschen was dazwischen. Das heißt, ich habe eine schöne Halskrümmung. Mit den Pickups komme ich jetzt erstmal so von der Höhe her klar. Und akustisch. Ja, akustisch klingt es doch auch schon ganz gut. Und am Amp. Also da kommt doch schon was, der P90 Sound klar zum Tragen und mit ein bisschen Drive. Ja, das ist doch das, was man sich davon erwartet. Also ab in die nächste Folge mit der Gitarre, den direkten Vergleich mit der Les Paul. Aber das ist ein anderer Film. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, wie das Setup hier passiert ist. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und setzt in die Kommentare, wenn etwas schlecht war. Ja, ich wünsche euch, bleibt gesund, bleibt musikalisch, bleibt fröhlich. Puh, hoffentlich habt das nie mehr so heiß. Bis bald, euer Toko.